Herzlich willkommen, hier ist weitere Folge bei Zellnis D. Neuer Tag beginnt. Ich habe die ganze Nacht mehr oder weniger im Berg verbracht. Im Bergwerk verbracht. Jetzt habe ich Besuch von der Schreierin. Die möchte kündigen. Und sie ist nicht alleine. Eine zweite Schreierin, das ist nicht gut. Das ist kein gutes Zeichen. Anscheinend sind sie alleine. Aha, aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, Motorrad hin und dann erstmal zur Basis und auspacken, den Schmelzöfen anschmeißen, den Mischer anschmeißen, die Mischer anschmeißen, habe ja mehrere. Und da wird schon mal Beton gemischt und dann geht zum Händler, Mission. Mission annehmen und auch hinfahren. Ich schaue meine Werte an, ich muss ein bisschen was essen. Ansonsten kommt bald die Meldung, Ausdauer ist gegen Null oder vermindert. Wäre in der Mission schlecht. Ich habe in der Nacht auch noch einen Wolf erlegt oder eine, ja, Wolf oder Hund. Lief mir über den Weg. Kann man nicht liegen lassen so nebenbei, ne? Natürlich lebendig, aber hinterher war nicht mehr lebendig. Aber der hat mir so Ärger bereitet, deswegen habe ich mal gleich in die Ecke gebracht. So, ich suche jetzt Zement. Ich brauche. Ja, was brauche ich? 4000. Bruchsand habe ich ja im Mischer. Ich habe noch ein bisschen Gold gekriegt nebenbei. Beim Mischen kriege ich ja immer noch Gold. Beim Bergbau, weil ich das Buch schon gefunden habe. Ich bin da ausgelernt. Jetzt brauche ich noch Bruchsand. Bin aber voll. Das heißt, hier mal kurz mal entleeren, Knochen, Fleisch und was zu essen, also Speck. Speck sei schon Silber, also Fett. Fett braucht man zum Laternen zum Beispiel. Ne? So, hier haben wir noch Steine. Die nehmen wir auch gleich mit. Bruchsand nicht. Beton, Sand, gut, soweit alles entleert, Eisen schmelzen wir ein, das können wir hier reinlegen, das brauchen wir nicht, ich habe jetzt das hier genommen, das ist ein bisschen bessere Munition und jetzt Zement haben wir 1000, dann zählen wir 1000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, also im Schnitt 1500 Zement herstellen. Also, das ist ja im Grunde egal. Nee, Quatsch. Ob wir dann um 1000 machen oder 5000, Hauptsache, Beton ist nicht fertig. Dauert eh jemand bei Zement lange. Wie man sieht, habe ich ja schon einiges auf fertig gemischt. Das kann auch nicht schaden. Wenn man reparieren will, ist gut, wenn was fertig ist. Oder was anbauen würde zum Beispiel. Ne? Ich mache so 1500, das ist ein guter Wert. Man kann auch 2000 machen, ne? Oder mehr. Und hier sieht man, mehr habe ich nicht da. So, jetzt haben wir alles verarbeitet, außer Bruchsand. Macht aber nichts. Bruchsand nehmen wir zurück. Mit den Rest Steinen, ich habe ja, machen wir auf 2 Beton und die werden wir einschmelzen zu Eisen. Schaue ich mal, ne? Da können wir wieder aktivieren. Brauchen wir ein bisschen Holz. So, Zeit für 90 Minuten. Bei aller Zeit schmelzen wir ein und wir legen hier mal 3000 dazu. Leben haben wir jetzt keine bei. Müsste ich bei Gelegenheit auch wieder Leben besorgen. So. Da arbeitet auch. Das machen wir hier, machen wir jetzt Zement rein, Steine. 3000
Und wischen wir mal ein. Einschmelzen, Steine einschmelzen ist ja die leichte Übung, ne? Und hier was da. Dann können wir gleich mal Zement herstellen, was schon eingeschmolzen ist. Beim letzten Mal. Hier machen wir auch mal rein und müssen wir schnell aufsammeln. Das wird nämlich gleich verschwinden, also mehr oder weniger gleich, ne? Wäre nämlich schlecht. Holz machen wir nämlich mühevoll. Erden, auch wenn man eine Kreissäge ziemlich viel und schnell geht, aber wie gesagt, das muss ja. Wir haben schon Zement für das nächste Mal, ne? Also das muss ja dann ein Vorrat sein. Genau gleich mit Eisenbahn, wenn wir hier 13.000 drin haben. Lehm haben wir auch. Das Lehm wird auch knapp, aber Lehm kriegen wir ziemlich schnell hergestellt. Besorgt kann man sagen, ne? So, den Rest lagern wir mal ein. Nehmen wir hier rein, da. Da haben wir auch Kohle. Ich habe Besuch. Ich denke mal, die wird sie so irgendwo in der Falle aufhängen. Oder fest sich umbringen dabei, ne? So, da haben wir schon mal aufgeräumt. Oder eingeräumt. Nitrat noch hier rein. Irgendwo hat noch Gold gehabt. Ah, da. Gold kann man gut beim Händler verkaufen und Silber auch. Verdient man gutes Geld mit. Obwohl ich schon genug habe. So, Holz zusammenlegen. Platz sparen. Messer. Leder können wir auch mal reinlegen. So. Gucken wir uns die Werte an, brauchen wir zu essen. Ich hatte hier mal das Fleisch hier reingelegt gehabt. 85. Noch mehr Fleisch. Es kann sein, ab Benzin die mal mitnehmen. So. Das ist mir ganz gut, wenn man was gebraten hat, ne? So, hat unser Garten. Unser Garten wächst und blüht. Können wir gleich mal ernten. Wie gesagt, die Rolle ist draußen, das stört mich jetzt nicht. So, dann mal ein bisschen Wasser raus. Maispflanze. Ernte Mais. Pilze. Hopfen. Jetzt war zu früh. Dann kann ich mir ein bisschen Gemüse und als rechts machen hier so einen Eintopf. Das wächst ja zum Glück wieder nach. Hat auch nicht gegossen hier. Das war nicht gedacht. Der Samen meine ich jetzt, weil wir einpflanzen. Dann brauche ich noch mal hier die andere Kartoffelpflanze. Ja blöd, ne? Brauchen wir daher. Gucken wir mal ganz kurz Umgebung hier, ob hier Besuch ist. Ab und zu mal kommen ganz viele und dann müssen wir am besten vorher schießen, bevor sie Dummheiten machen. So.
Dann haben wir hier noch ein bisschen Gemüse und wir haben Fleisch. Kartoffeln. Pilze. Dann können wir hier Suppen herstellen. Tee kochen wir später mal. So, kurz gucken. Schau, was wir im Feuer herstellen können. Das war nicht so. Mein Holz sind nicht ganz so dramatisch, aber alle anderen Sachen sind doch schon. So, was haben wir Schönes? Gemüseeintopf. Drei Stück. Das andere geht auch nicht. Thunfischtoast. Gut, Erbsen und was können wir ja nicht, ne? Gekochtes Fleisch. So, der Rest. Brauchen wir mal nicht. Wollen wir wieder weg. Das ist Hopfen. Samen. Ach, den habe ich hier aufgerissen. Na gut, ich finde nicht ganz so dramatisch. So, das kann man aber einpflanzen. Kein Problem. Und noch brauche ich kein Bier. Also noch habe ich keinen Star. Kein Rezept oder kein Bedarf. So, wieder eingepflanzt, ne? Das wächst auch wieder an. So, gleich mal einen Topf essen, ne? So einen Gemüsetopf. Gibt uns ein bisschen Bonus. So. Muss ich noch Wasser in Gepäck einlegen? Auch ganz wichtig. Irgendwo ein Wasser gehabt. Große Mengen. Das wäre auch Wasser im Notfall. Kaffee. Ich weiß genau, ach, da habe ich 10 Stück. Durst und Heimweh, so schlimm es geht. Also hier. Hunger. Ich dürfte den Ausdauer. Ich habe ja unterwegs jetzt für die Dosen zusammen mit. Und es geht mal zum Händler. Mann, die Zeit vergeht nicht so. Was der für mich hat. Ab und zu mal hat er was für mich. Aufgaben. Kaufen aktuell nicht. Lustig jetzt nicht. Ich muss immer aufwerten und das ein bisschen absichern. Aber bei Gelegenheit. Perfekt ist ja nie die Hütte. Irgendwo hast du immer ein paar Schwachstellen. Also Beton wird gerade hergestellt und Eisen ist eingeschmolzen. Da können wir nachher diese Eisengitter herstellen und ein paar andere Sachen halt mit ihm brauchen. Die Zombies sollen ja nicht ins Haus kommen normalerweise. Wenn sie nicht ins Haus kommen, dann kommen sie auch nicht zu dir. So, da sind wir bei den Händlern, ne? Das ist unfreundlich, da gehen wir ohne Waffe rein. Wo ich mal ein Buch gehabt habe, glaube ich, wo man mit der Macken davor steht. Bessere Preise. Hey, buddy. I hope you didn't let the dead here. Aufgaben. Zur beseitigen Zombies. Das Beseitigen, Beseitigen. Und zwar 1,8 Kilometer Ost. Oder 821 West. Nehmen wir mal das hier. Auf geht's. Aufbrechen Sammelpunkt. Das wird eine Aufgabe über die Nacht. Ne? Da werde ich jetzt kurz unterbrechen. Oder nehme ich mal einmal mit. Und beim nächsten Mal. Ach, das ist nicht weit. Da fahren wir querfeld ein. Durch die Prärie hier, ne? Durch den schönen Wald. Habe ich aber nicht gepflanzt, ne? Das waren die anderen. Das Spiel, die KI. Oh, hier ist es bergig. Und da lang fahren. Thank you.
War ein Stein. Nicht so gut, kommen wir nicht durch. Da ist im nächsten Ort. Da gibt es keine Straße direkt dahin, da muss man sehr weit fahren, aber quer fällt ein. Schnell da. Also ab 5 Aufgaben sind relativ immer große Gebäude. Dauert im Schnitt immer gute, locker einen Tag und eine Nacht und noch einen Tag meistens. Bis man alles erledigt hat, ne? Weiß aber nicht genau, was für ein Gebäude jetzt kommt. Oh. Das ist ein großes Gebäude. Da ist schon was zu tun. Dahinter. Das ist immer so. So, mal ganz kurz hier reingucken. So. Ja, das brauchen wir so nicht. Das da rein. Ich habe mein Ding mitgenommen, mein Schießgerät hier, mein Turrets. Na gut, egal. Hätte mir geholfen. Autos sind da. Die können wir zum Fluss näher plündern. Das lahm mal nach. Müssen wir aufwecken. Also wird man jetzt nicht viel suchen, weil ich das einfach nicht mitkriege. So, da muss ich mal immer ein Paket auspacken. Sonst habe ich zu wenig Munition. Zum Nachladen, ne? Dieser Garten. Geil. Ich wollte doch nicht nachgucken. Obwohl ich ganz gerne Messing finde. Also Messing ist ja ganz gut. Blei ist nicht so ganz so dramatisch. Zerlegt. So, nachladen. Den werde ich mal umstellen auf diese Munition. Die ist ein bisschen weniger gut, aber dafür, ich finde die immer meistens in Massen. Meistens. Das andere Gewehr ist zwar gut, aber es dauert ziemlich lange zum Aufladen. Ja, die Gesundheit ist ein bisschen angeschratzt. Ah, Blei ist nicht so wichtig. Wichtiger wäre Munition. Gut zurückziehen. Kommen alle zu mir.
mir erstmal gucken. Ob ich irgendwo welche rumliegen. Könnte ja auch sein, ne? Wasser, ist das nicht mehr geworden oder weniger? Oh, da war Maus zu sehen. Zweimal ein Streich. Das ist die berühmte Panzermunition. Die ist durchschlagend. Wie gesagt, man muss ein bisschen Distanz wahren, ne? Dann geht das. Ansonsten wird es schwierig. Ja, so ein Dosenbeutel finde ich mal richtig. naja, gut. Und da sind wir gekommen, also da normalerweise. Wir müssen noch einen Weg geben. Nach Möglichkeit bis in der Nacht alle schaffen, aber das ist im Grunde nicht möglich. Das wären so viele. Mal schauen, wo ich jetzt hier. Weiterkommen, ne? Wieder nach oben. Mal nachladen. Fahrstuhl, hier können wir nach oben gehen, ne? Theoretisch. Hier ist was zu holen, hier ist was zu holen. Leer. Plunder. Gut Deutsch. Ich muss meine Axt nach vorne holen. Ich habe den Bohrer mitgenommen, das ist ungünstig. Na gut, ich habe schon ein paar mehr. Ansonsten, ich sag, wenn man stirbt und man kommt nicht zurück. Und man findet die. Ja, ich habe schon einen. Mittlerweile habe ich schon viele. Da habe ich gekommen. Eben mal schauen, dass ich höher komme. Ne? Gibt es hier keinen Weg nach oben? Nein. Das ist der Garten. Da muss man hier schauen. Ein paar Dosen. Ja, ein Kaffee. Schießpulver, na gut, das brauchen wir nicht. Stiefel auch nicht. Hallo Ballast. So, mal gucken. Gut, Benzin haben wir genug da. Stellen wir die Tür auf. Wie gesagt, hier waren wir schon mal gewesen. Da. Ach, hier waren wir nicht. Schlagring. Gehen wir mal hier vorne lang. Da sind wir gekommen. Nachladen. Ein Rocker hier.
Die Grünen haben es in sich. Wenn wir nachladen. Ich habe ein bisschen wenig Munition genommen, also könnte knapp werden. Beziehungsweise es wäre ganz gut, wenn wir was finden. Oh, ein Buch über Lampen bauen. Das ist gut. So, mal aller Ruhe gucken hier. Ah, das brauchen wir nicht. Brauchen schon, aber nicht heute. So, dann müssen wir doch die Axt nehmen. Und gleich mal leeren. Und die Axt nach unten nehmen. Den einen können wir zerlegen. Braucht keine zwei. Das können wir auch zerlegen. Messing lasse ich mal noch. Zuerst haben wir gefunden, das ist gut. Munition, naja gut, habe ich noch genug da. Erstmal ein Döschen, ne? Ich glaube, das ist eine Heilung, ne? So, liebe Schauer. Die Kiste gucken wir noch nach. Ob wir hier einen Raum so finden. Und dann geht es nachher weiter in der nächsten Folge hier. Beim Zerstören der Zombies. Dann sagt mal tschüss und ciao ciao. Ja, morgen. Ja, heißt morgen. Genau wann welche Folgen kommen, weiß noch nicht, aber ich werde jedenfalls sehen, dass ich ein paar Folgen am Kaffee gefunden. Kaffee ist gut. Können wir Kaffee anbauen. Wann genau, weiß ich genau, aber ich werde ein paar Folgen in die Woche kommen. Zwei, drei vielleicht. Ja, tschüss für heute. Schönen Dank fürs Reinschauen. Schönen Dank fürs Liken, schönen Dank fürs mal kommentieren. Vorschläge, Wünsche, Ratschläge gerne gesehen. Ja, rein damit in den Kommentaren, dafür ist da. Und dann sehen wir uns dann zum nächsten Mal wieder. Tschüss.